Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind wieder in Goliath zurück und wollen noch ein bisschen mit Angrim sprechen. Wegen des Klerikers. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Hey, du bist unhöflich. Und, hast du was mit Stormsons Verschwinden zu tun? Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Mhm. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Was hat Stormson verbrochen? Also hast du ihn umgebracht. Woher wusstest du davon? Was hat er gemacht? Genau. Was hat Stormson verbrochen? Er wollte unsere Magie durch die Waffen der Kleriker ersetzen. Hätte sich diese Idee rumgesprochen, wären die Grundfesten unserer Gemeinschaft in Gefahr gewesen. Misst du nicht mit zweierlei Maß? Manch einem traue ich einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Gerätschaften zu. Er allerdings zählt nicht dazu. Und so wie er für seine Idee werben wollte, habe ich dafür gesorgt, dass die Folgen seines Handelns für unsere Idee von Gemeinschaft werben werden. Okay, also hast du ihn umgebracht. Woher wusstest du davon? Zuerst das Untere. Woher wusstest du davon? Ich habe meine Augen überall. Wohl eher deine Männer. Meine Männer sind meine Augen und Ohren. Sie sind der lange Arm des Gesetzes. Er hat bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Sehr nett. Super. Das ist wirklich super. Ja, da fang ich auch gleich an zum Rotzen. Geh mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Ah, halt die Gosch. Gerechte Strafe. Jo, machen wir gleich. Sofort und auf der Stelle. Wo ist er denn? Marantana, Donna Mia. Naja, dann halt hierhin, nicht wahr? Da-da-da. In die Welt da bringen lassen, ja. 3000 Kilometer weiter weg. So. Also hier lang. Also wir sind ja ganz schön fleißig, muss man sagen, ne? Wir kommen ja echt gut voran. Da oben? Oder wie? La 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 la. Tap 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 tap. Tap 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 tap. Halt. Eine große Heilpflanze. Was haben wir hier? Hammer. Mana-Trank. Mana-Pflanze. Noch irgendwas? Ja, Trockenfleisch. Das ist gut. So, ich denke, Jetpack. Boah. Das ist ja mal ein schönes Bachel hier. Das ist kein Bach, das ist ein Fluss. Stimmt. Halt. Oh Gott. Ich will da nicht schwimmen. Ich wollte da hoch. Na komm. Aha, jetzt geht mir was an auch noch. Sehr schön. Schaffst du es hier rauszuklettern? Wahnsinn. Bursche, du bist ein Hammer. Ray steckt irgendwo fest. Der wird schon nachkommen. So. Ui, Felsassel. Tut mir leid. Ich brauche dein Fleisch. Nanu, da ist sie. Dankeschön. Da ist noch irgendwo eine. Ah, da. Zack.
La, da, 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 da. Da, 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 da. So. Sehr gut. Was ist hier passiert? Toter Berserker. Oh. Noch ein? Die Berserker sind von Energiewaffen durchlöchert. Das ist die Handschrift der Kleriker. Das ist aber nicht so klasse. Elektroschrott. Schlafsackerl, Krug. Naja, es wird gleich wieder dunkel, ne? Aber es schaut so aus. Wir könnten uns ein Schläfchen vielleicht genehmigen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Morgen pennen. Gutes Nächtle. Oh, achso, schon zum Aufstehen. Naja, für ein Schnarchele hat's gereicht. Also der ist ja auch übel verreckt. Naja. So. Was nun? Gehen wir jetzt wieder zurück? Oder gibt es jetzt eine weitere Quest? Das ist ein bisschen verwirrend. Das war's. Ich glaube, wir können zu Angrim zurückkehren. Irgendwie geht hier nichts weiter. Außer es gibt vielleicht... Naja, wir könnten uns ja ein bisschen umschauen. Was ist da? Gute Gabel, ne? Ja. Mit einer Gabel ermordet. Ernsthaft. Wir können mit einer Axt nichts gegen solche Leute ausrichten und... Was soll's. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir eine Folgequest dazu. Wenn wir hier ein bisschen rauflaufen. Aber ich denke nicht. Da werden wir wahrscheinlich schon müssen zu den Klerikern reisen, dass wir das aufdecken können vielleicht. Boah. Wo kommst denn du jetzt her? Ah, das sind mehrere. Ein ganzes Rudel. Ray, du bist dran. Jetzt schon. Dann machen wir die. Passt. Boah, das geht aber weit drauf hier. Aber ich renne mal mit Absicht ein Stück weiter nach oben. Vielleicht finden wir sogar einen Teleporter an. Das wäre ja ganz eine feine Geschichte. Aha. Da haben wir Windkraftwerke. Also Windräder halt, ne? Für so ein Windkraftwerk. Wolfskraut. Da-da-da-da. Oh. Ein Horn. Nein, ein Schakal. Macht nichts, den kriegen wir auch klein. Dauert ein bisschen, aber das schaffen wir schon. Zack. Ja. Jawohl. So muss das ausschauen. Haha. Da haben wir noch eine Pflanze. Also Pflanzen können wir nicht genug haben. Jetzt können wir Alchemie. Hier könnte man verweilen. Ja, hier ist es schön. Ja, wir haben aber keine. Ja, ist nur die Wahrheit. Lalila. Oh, ein Raptor. Ja, er tut auch schon speichern und ich wollte das jetzt gerade eben gleich tun. Ich werde einen neuen Spielstand nehmen mit... Halt, das war falsch. Spielstand 023, weil ich habe ja was mit Reserve und so gemacht gehabt, ne, zwischendurch. Scheinbar, glaube ich. Ja. Und ja, deshalb muss ich das jetzt manuell einfragen. Ah, du bist wie ich. Zack, boah, den können wir. Wow! Also Ray hat nur einmal ein bisschen zuschlagen. Boah, wir sind ja echt schon nicht, wir sind nicht mehr schwach. Wir sind wirklich nicht mehr schwach. Wir können schon ein bisschen stolz auf uns sein. Aber es wäre halt echt trotzdem schön, wenn wir hier irgendwo einen Teleporter finden würden. Jetzt laschen wir schon, also laschen wir hier extra in der Gegend rum. Und das wäre schon schön, wenn wir da was finden täten tun. Ich bin halt ein, wie ein Rotkäppchen, ne? Also, sobald ich eine Blume sehe, laufe ich vom Weg weg. Halt, was war da? Oh, also nur ein Beißer.
Schon gedacht, da kommt was Schlimmes. Da ist nur Frischfleisch, sonst nichts. Wow. So, was haben wir da? Eine Ratte. Und sonst scheinbar nichts. Hm. Tja. Die Blume nehmen wir noch mit. Ja, ein Teleporter wäre halt wirklich schön. Das wäre halt echt eine tolle Geschichte. Aha, da drüben kommen wir raus. Okay, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Teleporter hier geben. Naja, vielleicht doch. Was haben wir denn hier entdeckt? Schön ist es hier schon. Halt. Wein, kleiner Mana-Trank. Da schaue ich mich jetzt mal kurz um. Schreit bitte, wenn es einen Teleporter setzt. Aber nicht zu laut, sonst erschrecke ich mich. So. Der Schwammerl da, das ist für nichts. Ja, ist für nichts. Oh, da ist, glaube ich, noch ein Schakal. Null Problemo, den hauen wir weg. Hundi, 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 Hundi. Nein, ist ein Hornwolf. Au, du Watschka. Da geht's schon weg. Ah, so muss das ausschauen. So. Mua. Ah, da schaut's irgendwie nett aus, als wenn da irgendwo ein Teleporter wäre. Das ist wie Ostereier suchen. Aber das hier scheint auch nur ein Lager zu sein. Ohne jegliche Bedeutung. Vielleicht waren hier mal Banditen oder so. Nicht einmal Pfeile sind hier. Aber wir waren noch nicht da, glaube ich. Sonst hätten wir das alles mitgenommen. Da. Na, ich wollte mir jetzt gerade nicht hinsetzen. Ich wollte eigentlich den Besen nehmen, oder was da war. Aber es ist ein bisschen schade, dass es jetzt gerade keinen Teleporter gibt. Aber ich denke, weil in der Nähe dieses Dorf da unten ist, diese Stadt. Rezept. Steakteller. Meint, das wäre jetzt was für meinen Freund. Und für mich. Boah. Bist du gescheit. Richtig gutes Steak, alter Schwede. Ja. So. Rezepte. Rezeptelein. Hier. Rezept. Steakteller. Wir brauchen frisches Fleisch, genau. Ja, rohes Fleisch. Besten wär's frisch, genau. Und Setzerbrot. Wow. Das könnte aber eigentlich, ich meine, Steakteller ist vielleicht falsch. Da müsste man schon fast Championschnitzel dazu schreiben, ne? Also Setzerbrotschnitzel, das wäre lustig. Ein Teller voller Fleisch. Was gibt es Besseres, ja? Ne? Das Spiel hat Ahnung. Heilt auch gar nicht so schlecht. Boah, gibt sogar einen Buff. Angriffsstärke. Ja, bei so einem herzhaften Essen, da muss es einem durch und durch gehen. Und da habe ich gesehen, da gibt es ein Lagerfeuer. Da könnte man doch eventuell schon mal ein bisschen was braten. Was war das jetzt? Steakteller. Da machen wir doch gleich 19 Stück, könnte man machen. Du, warum eigentlich nicht? Ganz ehrlich, weil dann machen wir das so, dass wir das gebratene Fleisch mal wegtun. Das geht auch noch. Weil dann tun wir das gebratene Fleisch weg und die Geschichte hat sie. Oder wir verbrauchen es. Wie viel haben wir noch? Ah, eh nur mehr 6 Stück. Das verbrauchen wir. Und dann tun wir Steakteller essen. Nom, nom, nom. Soll ich schlafen gehen? Ah. Da. Mahlzeit. So. Lagerfeuer. Auf dem Tisch hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Müsste passen. Boah, ich verdrödel hier nur Zeit. Aber in dem Fall, wir haben ein Rezept gefunden. Das ist immerhin nicht so schlecht. Aber halt leider kein Teleporter. Schade. Ist echt ein bisschen schade.
Aber ich verstehe schon warum, weil, wo war das? Da drüben, ne? Da drüben gibt es, glaube ich, einen Teleporter, also von dem her. Oder zumindest irgendwo in der Nähe. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Da wir schon mal in der Gegend hier sind, würden wir auch einen Steckbrief kriegen können tun, ne? Haben wir jetzt schon wieder 1000 Elixit? Na, nicht ganz. Okay. Na, dann lassen wir das für später, diesen Steckbrief, und schauen wir uns vielleicht besser nach einer neuen Quest um. Ach ja, stimmt, ich wollte zu Angrim zurück. Ja, ne, wir sind hier und da habe ich ja gemeint, na hier. Die Teleporter, darum wird es hier nichts geben. Also das muss ich mir echt im Auge behalten. Solche Gebäude, solche einzelnen, leerstehenden Gebäude. Na, das ist schon nicht so schlecht. Aber wir müssen zurück nach Goliath. Wenn ich es anfinden täte, tun, tut. Da, ne? Goliath, genau. Normal müsste mit der Schmiede passen, oder? Ach, weißt was, wir gehen wieder zurück zum Spa-Hotel und hüpfen wieder runter. Ist, glaube ich, schlauer. Zumindest mal zum Bericht erstatten, dann können wir das auch schon mal wieder abschließen. So. Also, der Gute ist entkommen. Sachen gibt's. Danke. Oh, ruck. So. Jawohl. Das lief gut. Angry Mr. Salty. Servus. Stormson lebt noch. Stormson lebt noch. Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssen längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Aha. Er ist verantwortlich für ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Such jemand anderen für deine Drecksarbeit. Ich werde ihn finden und töten. Oh je. Ich werde ihn finden und töten. Gut. Kälte aber sei gestiegen. Vorsichtig. Wow. Er scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Bäh, das zieht mich schon an. Kälte gestiegen. Ich will nicht Kälte gestiegen. Mäh, ey. Ich probiere kurz was. Normal müsste es beim Teleporter gespeichert haben. Ja, Gott sei Dank. Ich will nicht, dass Kälte steigt. Ich will ein Sanftmut werden. Jawohl. Ach, die regen sich immer so auf. Das ist nicht gut fürs Herz. Hui! Da. Also nochmal. Ich soll es vielleicht speichern. Wäre gescheiter, glaube ich. So. So und so. Das ist echt ärgerlich mit diesem Kälte, Steigen, Sinken. Ja. Also, das überspringen wir mal. Was? Du? Dann sind wir mutig. Such dir jemand anderes für deine Drecksarbeit. Bist du etwa nicht Manns genug für diese Aufgabe? Du hast wohl Angst, dass du das Schicksal meiner Männer teilst. Nein. Ich sehe nur keinen Sinn in diesem Auftrag. Er hat unsere Gemeinschaft nachhaltig geschwächt. Das ist nicht hinnehmbar. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Ja, das ist besser. Töten müssen wir ihn scheinbar trotzdem, aber vielleicht können wir ihn... Vielleicht können wir beweisen, dass er tot ist, aber er ist nicht wirklich tot. Ne? Ihr versteht schon. So. Gut. Ich will mal kurz nachschauen. Wie weit brauchen wir noch bis zum nächsten Level up? Ach, schaut, das geht ja gar nicht so schlecht. Sind wir schon über die Hälfte? Moa. Ah, ah. Na, da freut sich mein kleines Zockerherz. Dann werden wir schauen, wie es jetzt questbedingt weitergeht. Töte Stormson. Ja. Ein eindeutiger Befehl. Akira müssen wir dazu informieren, was passiert ist. Das ist eh klar. Das hatte ich sogar in meinen geheimen Gedanken, ohne es euch zu sagen, habe ich mir das schon gedacht. Vorgestellt, dass wir das machen könnten. Beziehungsweise wollte ich es auch machen.
Aber ich glaube, ich hätte es wieder vergessen gehabt. So. Also, gnädige Frau. Stormson ist dem Eisernen Clan entkommen. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Jawohl. Das passt eh recht gut. Dann haben wir auch gleich eine Mission dorthin. Hoffe ich halt. Zumindest einen weiteren Anreiz, die Typen zu finden. Boah. Das ist scheinbar nicht unbedingt hier markiert, ne? Na. Da müssen wir dann wirklich bei den Klerikern einmarschieren, dann klappt das schon. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Jo. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!